Also in der Wirklichkeit, es ist viel kälter, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, dass es so ungefähr 0 oder minus 1 Grad. Aber ich habe das Wetter geprüft und es wurde geschrieben, dass es minus 10. Jetzt. Es ist so kalt, es ist äußerlich kalt. Ich habe meine letzte Vorlesung diesen Semester gehabt. Oder das Semester gehabt. In diesem Semester gehabt, sozusagen. Richtig das Semester. Oder in diesem Semester. Aber heute haben wir auch uns verabredet und also ich helfe auch meinen Freunden mit dem Betriebsrecht mit dem zweiten Zwischentest. Also ich habe gar keine Ahnung, wie er wird, was drin wird. Aber ich hoffe, dass irgendwie schaffen wir es. Wir sollen es um 8 Uhr schreiben. Am Abend. Also, und jetzt habe ich 30 Minuten und ich kann mich vorbereiten. Aber ich meine nicht vorbereiten, sondern ich will jetzt einen Platz finden, wo es nicht so kalt ist. Weil hier an der Uni, es ist unglaublich, unerträglich kalt, weil sie heizen hier nicht so stark. Also ich hoffe, dass ich... Ja, ich fahre jetzt zum 5. Stock, wo die Lehrer sind und ich meine Erwartungen nach soll es hier heißer sein, wärmer als schreiben wir es hier. Es ist viel wärmer hier. Viel, viel wärmer. Also zum Glück, glücklicherweise haben wir es geschafft, wir haben es geschrieben. Wir erhielten 17 Points von 20. Also es ist ein tolles Ergebnis. Aber es ist echt kalt. Sogar hier viel zu kalt. Minus 13. Das ist geschrieben. Minus 13. Wirklich. Ich fühle schon meine Hand nicht. Wenn ich noch ein Handschuh habe. Aber trotzdem. Fühle ich sie nicht viel zu kalt, wirklich. Ja,
Es ist echt krass. Solches Wetter gefällt mir wirklich. Ich habe schon so lange nicht den Schnee gesehen. Oder einen Schnee. Hier ist es schon eigentlich kein Schnee. Aber hier schon nicht. Alles ist im Schnee. Die Polizei hat mir gesagt, dass da die Bombe ist. Welche Bombe aber? Die Frage ist. Also alles ist hier gesperrt, abgezäunt. Eine rot-weiße Streife sind wir hier. Die Leute stehen da. So. Und es schneit gleich. Sehr krass. Aber kalt. Nach der Party. Es ist alles im Schnee. Sehr toll. Und sehr ungewöhnlich. Ich habe schon lange Es ist schon lange her, seitdem ich zum letzten wenn ich zum als ich zum letzten Mal Schnee gesehen habe. Sehr, sehr krass. Also es ist 1 Uhr in der Nacht. Ich fahre zurück. Ich habe heute einen kostenfreien Eintritt wiederum bekommen oder gekriegt. Aber es reicht. Ich will schlafen. Es war nicht schlecht, nicht schlecht. Wie immer. Meine Freunde, sehr, sehr krass. Und es schneit doch noch. Es gefällt mir echt. Sehr gemütlich. Aber kalt. Aber so gemütlich und so schön. Als ob in einem Märchen. Ist der 17. und vielleicht einer der kürzesten Tage des Jahres heute. Also da geht die Sonne unter und ja, es ist ein sehr wichtiger Augenblick. Ja, vielleicht und aus diesem Grund drehe ich jetzt. Aber so übrigens lerne ich und jetzt koche ich die was koche ich die Teigwaren koche ich so sehr krass. Die Sonne ist da heute wiederum ein wie man es sagt bei Markt. Also heute ist ein Tag der offenen Türen. Und ich habe vor kurzem eine Prüfung geschrieben und morgen lege ich durch ab. Aber gut gesagt oder zusammengefasst, ich habe hier nichts Interessantes und darum gehe ich in die Anwälte. Also es ist für Anfänger, die hier berühren möchten. Also ja, ich habe heute die Prüfung abgelegt. Wie wird es abgelegt? Oder? Und also, morgen habe ich Deutsch. Es wird alles
Meine Freunde, heute lege ich Deutschprüfung ab. Ja, aber ich kann den Raum nicht finden, den richtigen Raum meine ich. Nur das wird, wo wir es machen werden.